Da stellen die alle so tolle und unbekannte Autoren vor. Und was mache ich? Ich komme ihn mit Hakan Nesser. Jetzt wollte ich eigentlich vorhin sagen, dass so ein bisschen wie Eulen nach Athen tragen, aber das hat der Dieter schon gesagt. Jetzt sitze ich hier und denke mir, was sage ich zu diesem Buch? Dieses Hakan Nesser, die Leute, die hier häufiger in die Buchhandlung kommen, wissen, das mache ich gern. Ich empfehle gerne Hakan Nesser, schon seit er schreiben kann. Der hat mittlerweile 15, 16, 17 Romane geschrieben. Ich kann sie nicht mehr alle zählen, ich habe sie fast alle gelesen. Und ich finde, sie sind unterschiedlich gut. Ich finde nicht, dass man jeden Hakan Nesser-Roman hier auf diese Lesung mitbringen muss. Aber bei diesem Buch, Die Einsamen heißt es, musste ich es dann einfach tun, weil was soll ich anderes sagen über ein Buch, als dass ich einfach nicht mehr aufhören konnte zu lesen. Ich habe es nicht mehr aus der Hand gelegt. Ich glaube, ich habe für dieses Buch ungefähr 2,5 Tage gebraucht. Das ist der mittlerweile 5. Fall des neuen Inspektors von Hakan Nesser, Inspektor Barbarotti. Inspektor Barbarotti ist sehr kauzig und unterhält uns immer wieder damit, dass er, wenn er so erzählt, was er so tut in seinem Leben, unentwegt damit beschäftigt ist, lieben Gott in Verhandlung zu treten. Er verlangt eigentlich von dem lieben Gott dauernd, dass er ihm beweist, dass es ihn wirklich gibt. Und deswegen hat er ein Punktesystem erfunden. Und immer wenn er sagt, ach, es wäre jetzt doch ganz schön, wenn dies und jenes einträfe, dann gibt es lieber Gott 5 Punkte. Und wenn es nicht eintrifft, gibt es halt Minuspunkte. Und zum Zeitpunkt dieses Buches ist Gott, glaube ich, bei minus 52. Die Existenz ist erstmal nicht gesichert, aber das macht jetzt auch erstmal nicht so wahnsinnig viel. Im Prinzip ist die Struktur von Die Einsamen dem Jan Costin Wagner nicht ganz unähnlich. Also es ist eine Geschichte, die sich über einen sehr, sehr langen Zeitraum erstreckt und sie fängt erstmal an mit einem Unfall, der in einem abgelegenen Waldstück passiert. Jemand stürzt eine ungesicherte Klippe hinunter und ist tot. Das würde jetzt, glaube ich, nicht weiter auffallen, wenn nicht irgendjemand, der seit 30 Jahren dort spazieren geht, sagt, sag mal, da war doch vor 30 Jahren an genau derselben Stelle schon mal ein solcher Unfall. Und das mutet schon etwas merkwürdig an, weil so gefährlich ist die Klippe jetzt dann doch nicht. Und das fällt auf. Als dann noch ein bisschen weiter geguckt wird, stellt man fest, dass die beiden Personen sich auch noch gekannt haben. Und das ist dann der Moment, wo Barbarotti auf den Plan tritt und anfängt zu ermitteln. Er fängt an, die Geschichte zu erforschen von drei Paaren, die sich in den späten 60er, Anfang 70er Jahren kannten. Miteinander befreundet ist, wie man das so ist, wenn man in der Stadt ist, Uppsala in dem Fall, und studiert oder eine Lehre anfängt und das Leben vor einem ist und man ganz große Pläne hat. Und im Prinzip ist es schwierig, darüber viel mehr zu sagen, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man diese Klappentexte liest, die verraten so wahnsinnig viel. Diese drei Paare planen eine Reise nach Osteuropa und was an dieser Reise passiert, das ist so grausam, dass es einem wirklich den Atem stocken lässt, das Blut gefrieren lässt. Ich habe sowas wirklich selten gelesen. Und das prägt die natürlich und wir ahnen schon, das hat auch was mit diesen beiden erstmal nur lose zusammenhängenden Todesfällen zu tun. Es ist einfach ein Nesser verstehtes, sehr langsam Spannung aufzubauen. Das ist also keiner von diesen, am Schluss gibt es dann irgendwie einen Showdown und haut drauf und Schluss und gut ist, sondern es ist sehr langsam und seine Qualität besteht darin, dass die Spannung sich nicht nur aus dem Kriminalroman aufbaut, sondern eigentlich eher darüber, dass man die Personen kennenlernt und mit den Personen mitleidet. Und ja, das war eigentlich das, was es zu diesem Buch zu sagen gibt. Ich habe es, wie gesagt, einfach nicht mehr aus der Hand legen können und vielleicht lohnt es sich mal wieder in ein Nesser reinzulesen, wirklich mal.